Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Okay, Raumhafen. Treffen. Speichern. Ja gut. Wenn uns das Spiel schon sagt, wir sollen speichern. Und schnell speichern geht ja schnell. Zwischendurch werde ich auch mal die normale Speicherung verwenden. Skimitar Adventure. Nehmen wir alles mit. Schau mal kurz nach, was besser ist. Adventure, nee. Die Lancer selber auch nicht. Aber bei unseren Kollegen hier keine. Wobei war Ashley Williams braucht das definitiv mehr. Weil Soldatenklasse und so. Hier gehe ich doch etwas schneller durch, weil das müssen wir uns nicht ewig ansehen. Aber ganz kurz, hier unten haben wir noch die Medischäl, die Granaten, unser Universalschäl und unser Geld. Das Geld wird später noch essentiell werden, weil kaufen und so. Und das Schmeicheln wird uns da noch eine Hilfe sein, um günstiger an Dinge ranzukommen, und einschüchtern wäre, glaube ich, ein höherer Verkaufspreis, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Offenbar hat es das Camp schwer erwischt. Guter Platz für einen Hinterhalt. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Okay. Hinterhalt. Gott, Sie leben noch! Haben die Geht ihnen angetan? Ja gut. Das sind die Hass. Sehr miese Typen und man sieht hier kaum was. Boah. Kurze Kommentare. Eden Prime wird nie wieder wie früher sein. Wir hielten diese Welt für sicher, bis die Geth auftauchten. Tja, man sollte sich doch immer vorher etwas absichern. Außerdem, die Gebäude hier sind ja wirklich ewig weit verteilt. Dem wir für das, dass das so eine Vorzeigekolonie sein soll, naja, nicht so gut ausgerüstet. Hier mal reinschauen. Okay, noch eine leichte Rüstung. Ich werde aber allerdings generell nur mittlere bis schwere Rüstungen anziehen. So. Die Tür. Sie ist verschlossen. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Oh ja, und hier nur zum Sagen, ich habe wie schon gesagt die Konsolenversion von Mass Effect gezockt und komme mit der Türsteuerung hier auf dem PC kaum klar, also ja, wir werden Probleme haben, die ständig zu öffnen, aber wir sollten es schon irgendwie rein schaffen hier, vor allem wir müssen es innerhalb einer gewissen Zeit schaffen, das ist noch ekelhafter, verdammt. Nein! Tja, da habt ihr es gesehen. Wobei, wir können es hier zum Glück nochmal probieren. Was nicht heißt, dass es klappen muss. Ha! Und wir können mit Universalschild diese Schlösser öffnen. Nun, Universalschild werden wir wohl, zumindest ich hier im Moment, noch öfters einsetzen müssen, wenn ich die nicht schaffe. Weil ich noch nicht so geübt darin bin, aber packen wir. Menschen, dem Schöpfer sei Dank. Beeilen Sie sich! Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen! Ist eigentlich schön, wie die das hier gelöst haben, wegen religiösen Schwierigkeiten und so, dass die einfach nur Schöpfer erwähnen und gar nicht darauf eingehen, wen hier gemeint ist. Vielleicht ist ja auch der Suppenkoch in der Küche der Normandy gemeint, wir wissen es nicht. Haben Sie keine Angst. Wir werden Sie beschützen. Danke. Aber ich denke, das wird nicht nötig sein. Es sieht aus, als wären alle weg. Sie sind Dr. Warren. Sie leiten hier die Ausgrabung. Wissen Sie, was mit dem Sender passiert ist? Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen.
Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Okay, ein Pessimist. Was ist mit dem Assistent? Was stimmt nicht mit Ihrem Assistenten? Manuel hat zwar einen brillanten Verstand, aber er war schon immer ein wenig labil. Sie wissen ja, Genie und Wahnsinn sind zwei Seiten derselben Medaille. Ist es Wahnsinn, die Zukunft zu sehen? Die Zerstörung zu sehen, die auf uns zurollt? Zu verstehen, dass es kein Entrinnen gibt? Keine Hoffnung? Nein, ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin hier der einzig Gesunde. Nach dem Angriff gab ich ihm eine Extradosis seiner Medikamente. Käse, Käse für alle. Nun, ach komm. Shepard muss sich auch mal etwas austoben können. Sagen Sie gute Nacht, Manuel. Sie können die Wahrheit nicht zum Schweigen bringen. Meine Stimme muss gehört werden. Hundgütiger, was haben Sie getan? Das war ein wenig extrem, Commander. Sie können doch nicht einfach rumlaufen und Leuten auf den Kopf schlagen. Shepherds grinsen dabei einfach. Nee, das ist der Burner. Zu seinem Besten ist es nicht wirklich, weil wenn er aufwacht, ist er noch mehr verärgert. Aber es geht ihm gut. Nur eine kleine Beule am Kopf. Er soll sich ruhig ausschlafen. Da haben Sie wohl recht. Bis er aufwacht, werden die Medikamente ihre Wirkung entfaltet haben. Entfaltet eure Wirkung. Der Sender ist hier Primärziel. Können Sie mir etwas über den Sender sagen? Es ist eine Art Datenmodul eines galaxisweiten Kommunikationsnetzwerks. Erstaunlich gut erhalten. Es könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung unseres Lebens sein. Wer weiß schon, welche Geheimnisse er birgt. Wunderbare neue Technologien, bahnbrechende medizinische Fortschritte. Die Möglichkeiten sind schier endlos. Dann müssen wir ihn auf jeden Fall kriegen. Niles hat uns Bescheid gegeben, dann müssen wir nicht mehr wissen, aber zum Angriff wüsste ich doch gern etwas mehr. Was können Sie mir sonst noch über den Angriff sagen? Alles ging so schnell. In einer Sekunde sammelten wir unsere Ausrüstung zusammen, in der nächsten versteckten wir uns in dem Schuppen, weil die Gate das Camp gestürmt hatten. Wir konnten die Schlacht draußen hören. Schusswechsel, Schreie. Ich dachte, es würde nie enden. Dann herrschte plötzlich Stille. Wir saßen einfach nur da, zu verängstigt, um uns zu bewegen, bis sie kamen. Und die Gate kamen ernsthaft nicht auf die Idee, diesen Schuppen zu stürmen? Oder hatten sie auch solche Probleme mit dem Eingang wie ich? Gut möglich. Williams, bringen Sie uns zum Raumhafen. Viel Glück, Commander. Schön, vorbildlich, abtrünnig, natürlich, weil wir den Typen hier geschlagen haben, aber hey, sowas darf zwischendurch auch mal sein. Das klingt jetzt so falsch. Nein, schlag nicht jeden Typen, der wahnsinniges Zeug von sich redet, eine auf die Rübe. Ist auch nicht unbedingt gesund. Aber hey, Shepard darf das. Zwischendurch zumindest. Mittelschwer Kroganer. Mittelschwer Mensch brauchen wir sicher. Kroganer brauchen wir später mal. Kleiner Minispoiler. Aber das erklärt sich eigentlich von selbst hier im Spiel. Hydra. Ernsthaft, die ist genau gleich stark? Mensch. Das geht ja mal gar nicht. Wir könnten den Helm im Prinzip auch absetzen, aber ich halte den eigentlich gern auf der Birne. Saren! Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen.
Ich hatte nicht damit gerechnet, die Gate hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Und das war's wohl mit Niles. Ich speichere hier mal ganz kurz ab. Neuen Spielstand. Einfach nur wegen und so, dass ich die Aufnahme nicht komplett wieder machen muss, wenn irgendwas abläuft. Wir haben gesehen, was ist das da hinten? Ein Schiff. Man sehe sich nur die Größe an. Puh. So ein Tentakelschiff hier. Auf jeden Fall nicht schön und wahrscheinlich ist Zaren hier mit diesem Schiff entkommen und wir dürfen natürlich den Müll aufräumen, den er hier, Alter, den er hier zurückgelassen hat. Das Teil ist ja gar nicht laut. Und meine Präzision ist mieser als dieser geht. Boah. Ich muss voran. Wird das hier nix? Aber in Deckung. Okay, dort ist noch einer. Oh Mist. Okay. Ich glaube, das war's. Okay. Hier ist noch ein Schuppen. Der ist abgeschlossen. Boah. Heck. Okay. Ah, Universalschild. Ob ich das schaffe? Sei mal dahingestellt. Oh goodness. Shit. Nein. Tja, so viel zu dem Thema. Okay, wir können es nochmal probieren. Was zur Hölle? Okay. Ah, nö. Können wir das unendlich lang machen hier? Ist ja... Okay. Ist ja mega seltsam. So, okay. Geronimo! Mist. Okay. Das schaffen wir jetzt. Ich hab die Motivation dazu. Nicht das Glück, aber die Motivation auf jeden Fall. Ja, wie schon gesagt, tut mir leid, Leute, wenn ich an diesen Dingen hier etwas länger brauche. Aber ich bin einfach so... Jawohl! Achtung da draußen! Wir sind unbewaffnet und kommen jetzt raus! Ist es sicher? Sind Sie weg? Dann würden wir nicht mehr hier stehen. Keine Bewegung! Okay, nee. Sie sind jetzt in Sicherheit. Es wird niemandem was passieren. Die Dinger waren überall um den Schuppen herum. Sie hätten uns sicher irgendwann gefunden. Sie haben uns das Leben gerettet. Ich kann es immer noch nicht glauben. Als wir das Schiff sahen, dachte ich, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Es tauchte direkt vor dem Angriff auf. Sobald ich es gesehen hatte, wusste ich, dass es Ärger geben würde. Also nahmen wir die Beine in die Hand und rannten zu den Schuppen. Zarens Schiff? Nun, könnt ihr uns etwas zum Schiff sagen? Was können Sie mir über das Schiff erzählen, das Sie gesehen haben? Ich war zu sehr mit Laufen beschäftigt, um es mir genauer anzusehen. Ich glaube, es landete in der Nähe des Raumhafens. Erzähl ihn von diesem schrecklichen Lärm, Cole. Als es landete, sendete es eine Art Signal aus. Hörte sich wie der Schrei der Verdammten an. Nur, dass es aus dem eigenen Schädel kam. Aus dem eigenen Schädel. Okay. Es hat vielleicht versucht, den Funkverkehr zu blockieren. Was es auch war, es fühlte sich an, als ob es direkt in den Schädel schnitt. Man konnte kaum noch denken. Zukunft? Gehirnimplantate? Hacking? Möglicherweise? Man weiß es nicht. Erzählen Sie mir alles, woran Sie sich während des Angriffs erinnern. Wir drei arbeiteten auf dem Feld, als das Schiff auftauchte. Wir sahen es und rannten los. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Mannschaft passiert ist.
Sie waren bei der Garage. In der Nähe des Raumhafens. Genau dort, wo das Raumschiff runterkam. Keine Chance, dass die überlebt haben. Das können Sie doch gar nicht wissen. Wir haben überlebt. Wenn Sie es bis zur Garage geschafft haben, könnten Sie auch noch leben. Okay. Zum Sender. Wissen Sie etwas über den proteanischen Sender, der hier ausgegraben wurde? Wir sind nur ein paar Farmer. Wir haben gehört, dass Sie dort was gefunden haben, aber das hat uns nicht weiter interessiert. Jedenfalls bis jetzt nicht. Okay, irgendwie habe ich hier noch eine andere Dialogoption im Kopf, aber... Ich muss gehen. Hey Cole, wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Und das sind Soldaten. Vielleicht sollten wir ihnen die Sachen geben. Himmel, Blake! Du musst endlich mal lernen, wann du die Klappe halten solltest. Und da kommt die Dialogoption schon. Auspacken, keine Lügen, auspacken. Haben Sie mir was zu sagen, Cole? Ein paar Typen im Raumhafen haben einen kleinen Schmugglerring aufgezogen. Nichts Großes. Für ein paar Prozente ihres Gewinns lassen wir sie Pakete in unseren Schuppen lagern. Verbrechen zum Beispiel. Aha. Gieriger Bastard. Sie sind gar nicht um ihr Leben gelaufen. Sie wollten nur nach ihrer Schmuggelware sehen. Nein, so war es nicht. Ich wusste nur, dass hier ein paar Pakete waren. Irgendwas, das wir brauchen könnten. Ich habe eine Pistole gefunden. Dachte, sie könnte nützlich sein, wenn die Dinger zurückkommen. Aber sie können wahrscheinlich mehr damit anfangen als wir. Natürlich, aber hier kommt schon unsere Schmeichelaktion dazu. Die blauen markierten und hier unten wäre rot markiert normalerweise die abtrünnigen Aktion. Allerdings sind wir da noch nicht wirklich gut. Also, weder danke noch geben sie mir, sondern wir verlangen mehr. Wir wollen mehr. Wir setzen unser Leben aufs Spiel, um diese Kolonie zu retten. Sind Sie sicher, dass hier nichts mehr ist, das uns helfen könnte? Doch, da ist noch was. Ich wollte sie verkaufen, wenn das hier alles vorbei ist. Aber Sie haben sie wohl eher verdient als ich. Wer ist Ihr Kontaktmann im Raumhafen, Cole? Wie heißt er? Er ist kein schlechter Kerl. Ich will nicht, dass er Ärger bekommt. Außerdem bin ich kein Verräter. Okay, diese Aktion hier können wir nicht verwenden, weil wir noch nicht gut genug sind im Schmeicheln oder Abtrünnig. Aber ja, lassen wir ihn in Ruhe. Okay, vergessen Sie es. Ich habe mich um wichtigere Dinge zu kümmern. Viel Glück. Ah, ich dachte schon, er gibt uns das Zeug jetzt nicht. Kampfsensor, naja. Nicht unbedingt wichtig. Aber ist Dinger. Weiß nicht, wie gut ist die eigentlich? Als Pistole. Oh. Ja gut. Kampfsensor. Haben wir hier den Kampfsensor mal rauf? Weil besser als nichts. Dann schauen wir mal im Raumhafen nach. Der Sahn ist ja schon weg, wie wir gesehen haben. Zumindest sehr wahrscheinlich. Weil das war ja sein Schiff. Okay. Kommen wir nicht durch. Hier ist noch ein Feuer. Okay. Hier hinten möglicherweise. Nix. Okay. Dann geht's rauf. Commander. Es ist Nihlus. Oh ja, Nihlus. Da bewegt sich was, hinter den Kisten. Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von Ihnen! Ich bin ein Mensch! Was? Du bist ein Mensch? Das hätte ich nie gedacht. Sich so an uns heranzuschleichen, hätte sie fast das Leben gekostet. Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Der andere? Wovon zum Teufel reden Sie da? Es waren zwei Turianer hier. Ihr Freund und ein anderer, der sich Saren nannte. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Was ist mit dem Sender? Uns wurde gesagt, dass ein proteanischer Sender zum Raumhafen gebracht wurde. Was ist mit ihm passiert? Der ist auf der anderen Plattform.
Wahrscheinlich dort, wohin dieser Saren unterwegs war. Er sprang auf den Frachtzug auf, gleich nachdem er ihren Freund getötet hatte. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Also ist Saren doch nicht weg. Können Sie mir sonst noch was über diesen Sender sagen? Sie brachten ihn heute Morgen her, dann luden wir ihn auf die Bahn und schickten ihn zur anderen Plattform. Kaum zu glauben, dass das erst ein paar Stunden her ist. Scheint ein ganz anderes Leben gewesen zu sein. Zum Schiff. Erzählen Sie mir was über dieses Mutterschiff, das Sie gesehen haben. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Es war riesig. Landete in der Nähe der Plattform. Alles wurde dunkel, als es landete. Und es machte dieses Geräusch, das sich einem direkt ins Gehirn bohrte. Das hat mich aufgeweckt. Der Angriff erfolgte wenige Minuten später. Aufgeweckt? Sie haben geschlafen? Ich dachte, Sie arbeiten hier in den Docks. Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um meine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Ja, das ist ja schön. Also ruhig mal auf der Arbeit ein Nickerchen nehmen, dann überlebt ihr vielleicht auch den nächsten Gate-Angriff. Das ist ja die beste Moral. Wenn Sie sich nicht zum Schlafen versteckt hätten, wären Sie jetzt genauso tot wie alle anderen. Ja, stimmt schon. Ich möchte eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Commander Obvious Shepherd. Okay, lassen wir das. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg.